begrüße euch. Mein für heute selbsternanntes Ziel heißt ein Video mit maximal 15 Minuten Länge. Ich gehe in den Fluss zum Karpfenangeln. Viel Spaß beim Zuschauen. Boah, scheiß Wetter. Seit über einer Stunde sitze ich hier im Auto und warte drauf, dass es ein bisschen weniger regnet. Oh, wenn ich nicht so wenig Zeit hätte diese Woche und nur heute Zeit hätte, würde ich überhaupt nicht gehen. Kack Regen, ehrlich. Jetzt regnet es gerade ein bisschen weniger. Jetzt packe ich mal schnell alles aus und fahre mit meinem Trolley an den Angelplatz. Los geht's. Los geht's. Oh, jetzt habe ich richtig Bock. Es ist 21.05 Uhr und tatsächlich habe ich jetzt 1,5 Stunden im Auto gewartet. Es hat nämlich ziemlich stark geregnet und es ist totales Glück, dass es jetzt ein bisschen aufhört, dass es heute Nacht aufhören soll, morgen schönes Wetter sein soll. Ich muss morgen früh wieder sehr früh einpacken, weil ich dann keine Zeit mehr habe. Es hat relativ viele Niederschläge gegeben. Es wird sehr viel Zeug im Fluss rum abtreiben. Viel Gras, viel Dreck wird mir in die Schnüre treiben. Es wird wahrscheinlich eine anstrengende Nacht. Vermutlich sind die Döbel sehr aktiv. Aber meine große Hoffnung ist, dass auch die Karpfen aktiv sind. Und wenn die Karpfen aktiv sind, habe ich meistens ein bisschen Ruhe von den Döbeln. Das heißt also, ich bin nicht besonders guter Dinge, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und deshalb möchte ich jetzt schnell meine Routen herausbringen und dann noch ein bisschen chillen, bevor ich mich ablege und mich auf eine stressige Nacht gefasst mache. Genau. Meine Rigs werde ich euch gleich noch zeigen und arg viel mehr möchte ich heute nicht mehr reden. Boah, Leute, es pisst wie Sau, es ist zum Kotzen. Ich habe nur einen Schirm da, es ist warm und nass. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass mich die Döbel zerstören. Ich habe hier gerade ein riesen Chaos, es ist schon kurz vor 10. Ich räume jetzt noch alles auf und ja, mache klar Schiff. Dann lese ich noch ein bisschen und dann lege ich mich ab. Boah, wenn man bei so, wenn man am Fluss angeln ist, bei viel Wasser, wenn richtig viel Wasserstand habt und die Strömung aufgebaut ist, durch Regenfälle beispielsweise, dann kommt meistens auch viel Treibgut mit. Und dann müsst ihr eure Routen regelmäßig prüfen, ob das dann nicht so
Grasfahnen oder Kraut oder so Zeug drin hängt. Weil sonst habt ihr, verliert ihr viele Fische, wenn ihr überhaupt Bisse bekommt. Ist mein Tipp. Also, lasse ich die Ruten 2 Stunden liegen. Dann ist es 24 Uhr. Dann lege ich sie neu, schlaf. Und dann muss ich halt Glück haben über Nacht. Weil nachts stehe ich dann nicht nochmal extra auf. Außer es beißt ein Döbel, was natürlich schon sein könnte. Dann wäre es Glück im Unglück sozusagen. Tee. Dieser Tee ist was Grandioses. Es macht immer alles wieder gut. Mr. Chop ist wieder am Start. Einen massiven Döbel. Ich den gezielt fangen würde, wäre es echt krass. Schau doch mal an, was das für ein Brett ist. Ein Mega-Döbel. Ist echt eine absolute Döbelmaschine. Naja, nicht mein Zielfisch. Deswegen ein bisschen schade. Ich freue mich natürlich trotzdem. Oh krass, ey. Das ist so krass gefährlich rutschig auf den Steinpackungen. Was man nicht alles tut. Irgendwann brechen mir noch die Beine für einen Döbel. Gott, Leute, das war gerade was Wildes. Ich wurde gerade geweckt von ein paar Hupern. So, tut, 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 tut. So, habe ich gedacht, ja, wird wieder ein Döbel sein. Habe ich mich gerade darauf aufgemacht. Dafür aufgemacht, wie auch immer, meine Schuhe anzuziehen. Plötzlich. Ja! Schnell Schuhe an, raus! Boah, ihr wisst, was das heißt. Wird so richtig abglüht. Mann, bin ich rausgedüst, angenommen. Und dann war direkt ein richtig zorniger Karpfen dran. Oh, der zornig. Und da habe ich erstmal aufgenommen und hatte erstmal Schnur genommen. Und ich habe es schon gefeiert. Und gleichzeitig habe ich mir echt fast in die Hosen gemacht. Ihr glaubt nicht, wie wichtig mir der Fisch war. Ich habe seit letztem Jahr keinen Fisch mehr hier im Fluss gefangen, keinen Karpfen mehr gefangen. Ich habe heute Nacht, hier habe ich euch unterschlagen, es tut mir leid. Das war heute Nacht einfach, die war echt schon total platt, die Barbe. Ich habe eine Barbe gefangen,
Die hatte fast 90 Zentimeter. Es war eine Riesenbarbe. Also, weiß nicht, vielleicht nicht fast 90, aber die war deutlich über 80 Zentimeter. Ich habe sie so mit den Fingern abgemessen und so eine Spanne sind bei mir 20 Zentimeter ungefähr, ein bisschen mehr. Und ich hatte deutlich über 4 Spannen. Also es war wirklich eine richtig große Barbe. Die war zwar relativ schlank, aber die war richtig groß. Hab's ja euch unterschlagen, weil es war mitten in der Nacht und die Barben, die verausgaben sich meistens im Drill so, dass man die auch schnell wieder schwimmen lassen muss. Ja, die sind hier, glaube ich, sogar geschützt bei uns. Und auf jeden Fall, ja. Dann vorher der Fisch und ich wollte ihn unbedingt kriegen. Und am Anfang, die Fische hier am Fluss, die kämpfen ganz anders wie im See. Die machen ganz anderen Rabatz. Den Bereich, wo ich hier angel, gar nicht mal unbedingt stärker. Aber der Fisch, der hatte richtig Dampf. Boah, der hat erstmal gezogen. Und dann hat er, was der gemacht hat, der hat es immer so ein bisschen langsam gemacht. Und dann plötzlich. Oh, und ich, als der Biss ablief, ich wollte am liebsten noch schnell die Kamera holen und sie aufstellen. Der Drill, der war wirklich spektakulär. Dann hatte ich ihn am Ufer. Dann habe ich ihn hergezogen und plötzlich wieder voll zornig reingedonnert. Und der hat immer so richtig Speed gegeben. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist kein schlechter Fisch. Aber er hat sich auch nicht so riesig angefühlt. Und da habe ich ihn weiter gedrillt und ich habe so Angst gehabt, dass er aussteigt. Ich habe auch nicht gesehen, wie er hängt. Und da habe ich immer gezogen langsam und dann ging er wieder ab. Boah, es ging ganz schön lange so, bis ich dann irgendwann in der Nähe vom Kescher war. Und am Ufer, da war er dann immer noch sehr, sehr zornig. Ich habe gar nicht geguckt, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Also, ja, aber der hatte schon noch ein ziemlich, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch ein, könnte auch ein Milchner gewesen sein. Bin mir nicht sicher. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber der war auf jeden Fall ein richtig feister Fisch. Richtig toll im Futter. Und auf jeden Fall, der hat alles gegeben. Der hat gefightet ohne Ende. Oh, irgendwann habe ich ihn dann über den Kescher gekriegt und der Moment, der war so erlösend. Ich sah so richtig, ja, 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 so war der Moment. Oh, das war so schön. Ich habe mich so gefreut, als der Fisch über den Kescher ging. Und dann habe ich ihn zur Matte hochgetragen und habe schon gemerkt, oh, der ist deutlich schwerer, als ich angenommen habe. Der war deutlich schwerer, als ich angenommen hatte. Ich habe auch schon länger keinen so einen schweren Fisch mehr gefangen, habe ich festgestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, wieder rein und habe ich die Wiegeschlinge geholt. Nass gemacht, auf die Matte gelegt, Fisch hochgewuchtet. Und das muss ich sagen, ist der runde Kescher nicht ganz ideal. Vor allem, wenn man alleine ist, den Fisch zu tragen, man kann den nicht so einwickeln. Das ist schon ein Nachteil, aber der hat viele andere Vorteile. Das ist nur ein kleines Luxusproblem. Also hochgetragen. Schon gemerkt, okay, gewogen. Gedacht, cool. Die Waage hat 17 Kilo angezeigt und davon abgezogen, die Wiegeschlinge ist 15 Kilo. Also da ist ein bisschen mehr als 15 Kilo der Fisch, 15,1 oder so, völlig egal. Aber ich habe mir gedacht, geil, ich war so glücklich. So glücklich, schon lange kein, also wirklich, letztes Jahr im Mai habe ich auch mal so einen schönen Fisch hier gefangen. Und dann hatte ich aber das ganze Rest vom Jahr, habe ich richtig am Fluss geangelt und mir einen abgerissen und habe einen Karpfen gefangen. Und das war schon ein kleiner Stöpsel. Und jetzt, so ein bisschen unverhofft, überhaupt nicht damit gerechnet, zack. Oh, Leute. Sag's euch. Das ist so geil. Jetzt trinke ich erstmal einen Tee. Und dann zeige ich euch den Fisch. Jetzt zeige ich euch den Fisch. Ja. Schaut ihn euch an. Abartig. Abartig. Ich war so happy. Ich bin's immer noch. Oh. 5.26 Uhr. Ich kann nicht mehr schlafen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, vielen Dank. Leute, ich habe schon lange keinen Fisch mehr gewogen. Okay, ich zeige euch jetzt diesen unglaublichen Fisch. Geil. Und zieht euch mal die Rückseite, die andere Seite rein. Heute, ich war lange nicht so glücklich nach einem Fisch. Ah, das geht's nicht. Erstmal die Rute wieder rauswerfen. Und dann. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Ich glaube, das war's für heute. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich packe jetzt ein. Ich habe eigentlich schon einen Großteil so ein bisschen hergerichtet, aber trocken wird das Zeug jetzt eh nicht mehr. Ich werde das jetzt alles zur Haruse dann nochmal rausholen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich glaube, ihr habt gemerkt, es war für mich jetzt wirklich eine besondere Nacht und ein besonderer Fisch. Ich kann euch nur empfehlen, geht mal raus angeln. Steckt euch Ziele, die nicht so einfach sind, und freut euch umso mehr dann, wenn ihr sie erreicht habt. Das ist wirklich toll. Es ist jetzt zwar noch nicht so richtig mein Endziel, aber ich sag mal, die erste Etappe habe ich erreicht. Und mega geil. Mega geil. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder sowas oder keine Ahnung mit mir reden wollt, gerne über die Kommentarfunktion oder Instagram. Bin ich eigentlich immer auch am Start. Und, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.